Heute habe ich die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz in Edenkoben besucht. Auch Polizeibeamte waren anwesend. Mir geht es ja darum, die Ehrerbietung zu zeigen, denen gegenüber, die für uns alles geben. Respekt ist das Entscheidende. Und ich muss leider feststellen, dass nicht alle in der Politik es begriffen haben. Ich war heute sehr irritiert über die Aussage von Malu Dreyer, dass die Polizei sich etwas zügeln soll. Das ist ja der falsche Ansatz. Wir selbst müssen dafür sorgen, dass unsere Polizeibeamten, unsere Feuerwehr und auch die Rettungskräfte ihren Dienst versehen können. Die machen das für uns und deshalb müssen wir denen den Rücken stärken und dürfen ihnen nicht in den Rücken fallen.